Hallo Freunde und willkommen zurück bei Devil May Cry. Wir haben in der letzten Folge das Spiel einfach mal angefangen und unseren Hauptprotagonisten Dante hier kennengelernt, der von einem Jägerdämon in den Limbus gezerrt wird. Und um hier wieder rauszukommen, müssen wir eben diesen Jägerdämon töten. Was ich übrigens letzte Folge nicht gesagt habe, beziehungsweise nicht erwähnt habe, ist, ich habe auch das DLC von Virgil's Downfall. Ja, was auch immer. Von Virgil's Untergang, wie es glaube ich im Deutschen heißt. Das kommt hier nach natürlich. Oder mal gucken. Vielleicht nicht direkt im Anschluss, aber es kommt auch. Ich denke aber, dass es im Anschluss kommen wird. Hier müssen wir uns aufpassen, dass wir nicht rechts oder links in diese Zahnräder kommen. Das würde nämlich unsere Combo unterbrechen. Genauso. Das ist so ein bisschen bewegen, das ist echt nervig. Das hat nämlich unsere Combo echt nicht gut getan. So, haben wir zumindest noch einen Flawless rausgehauen. Gut. Ey, das ist cheap. So, mal kurz abwarten. Durch. Hier gehen wir auch noch einen Doppelsprung drüber. Und hier springen wir, obwohl wir hätten durchlaufen können. Aber egal. Dass ich nicht lache. Wird nicht klappen. Warum nicht? Er ist kugelsicher. So eine Scheiße. Da vorne ist ein Spalt. Ein was? Vorne. Hier ist aber auch erstmal noch eine wunderschöne Statue. Und hier können wir uns noch ein paar rote Kugeln holen. Und was wollte ich noch sagen? Ach ja, das war gerade, was wir da gesehen haben mit der Perücke, die er plötzlich auf dem Kopf hatte. Das war so, ich glaube, da haben sich viele Devil May Cry Fans aufgeregt drüber. Denn in sämtlichen Spielen außerhalb DMC hat Dante weiße Haare. Und zwar so ziemlich die Frisur, die er gerade auf hatte. Und das fanden die meisten Leute halt nicht so lustig. Sie so sagen, dass man sich über so lustig macht. Ich persönlich fand es jetzt, ja, es gibt Schlimmeres, was man hätte tun können. So, kommt man. Keine Ahnung. Irgendwofür ist das wahrscheinlich für spätere Level noch. So. Hier gar nicht stressen lassen, können wir uns genug Zeit lassen, die ganzen Sachen zu zerschlagen. Es sind nämlich auch immer noch hier ein paar Seelen, Schrägstrich, rote Kugeln. Ich werde sie wahrscheinlich öfters im Spielverlauf Seelen nennen, einfach weil ich privat momentan noch Dark Souls 2 ein bisschen am Durchzocken bin. Und die Währung da heißt halt Seelen. So. Wie gesagt, glücklicherweise muss man sich nicht stressen lassen. Ich glaube, viele lassen sich hier trotzdem stressen. Ich weiß nicht, warum. Braucht man nicht. Dieses Gelache geht mir gerade ein bisschen auf den Sack. Ich glaube, das war's mit dem Ausgang. Also gut, kämpfen wir. Dante, warte. Molotov! Du kannst ihn bekämpfen. Es wird nicht leicht. Der Jäger. Die Jäger sind hart im Nehmen. Wie ich. Ja, der Bossfight ist nicht sonderlich schwer. Wir versuchen möglichst einfach immer auf sein Gesicht zu schlagen. Au! Oh. Oh, jetzt kriegt der richtig einen Match. Immer schön draufmischen.
sind schon mal im S-Rang. Das ist sehr gut. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen höher hin. Komm zurück hier runter. Wir müssen zwischendurch aber noch ausweichen. Tut's weh? So. Ein Stinger ins Gesicht von Weichen auf die Nase. Geht voll ins Gesicht. Sieht auch ehrlich gesagt schon so ein bisschen aus, als hätte er schon öfter so ein Schwert ins Gesicht gekriegt. Ich meine, ne? Ist halt. Oh. Ja, direkt von S-Rang runter auf B. Das ist fies. Au. Oh. Ja, immer wenn Gegner was aufleuchten, sollte man am besten ausweichen. Könnt ihr natürlich auch auf die Beine schlagen, macht aber nicht so viel Schaden, wie es an sich ist. What? Ich habe jetzt nicht sicher ausgewichen zu sein. Hält mich für offen. Scheiße. Ja, der hat unsere Kombo leider komplett zerlegt. Ja, ich glaube schon, dass ihm das ein bisschen weh tut. So. Ein bisschen schießen, ein bisschen schneiden. Okay, wir haben es geschafft, ihn zu erledigen, bevor er noch eine sozusagen zweite Phase anfängt. Das ist beeindruckend. Sohn des Sparda. Was für ein Sohn? Du bist entdeckt. Zeit zu sterben, wie deine Hurenmutter. Hurenmutter? Ich kenne meine Mutter zwar nicht, aber Hurensohn haben mich schon einige Leute gesagt. So. Das war's. Nee, normalerweise verschwindet der Jägerdämon im Schatten und wirft ein paar Mal mit seinen Messern. Seine Messer, muss man sagen. Ich kann mich kaum an sie erinnern. Da muss man einfach die ganze Zeit nur ein bisschen ausweichen. Dann kommt er irgendwann wieder und dann kann man ihn zu Ende verprügeln. Aber diesmal hat er ja scheinbar keine Lust darauf. Na gut, kann ich mitleben. Total Destruction. Geht's dir gut, Dante? Woher kennst du meinen Namen? Mein Chef kennt dich. Er will dich treffen. Bitte. Ich hab dir doch geholfen. Ich hab dich nicht um Hilfe gebeten. Wir wissen alles über dich, Dante. Ich gehöre zum Orden. Hast du schon mal von uns gehört? War da nicht etwas mit einem maskierten Kerl im Internet? Das ist mein Chef. Wunderbar, kann es kaum erwarten. Diese Begeisterung. Wir haben Berichte über einen terroristischen Anschlag, der am Pier im Westen der Stadt stattgefunden hat. Die Polizei fordert die Bevölkerung auf, achtsam zu sein, da weitere Anschläge jederzeit, überall und, wenn sie es am wenigsten erwarten, stattfinden könnten. Jetzt haben wir deine vierte, Sohn des Sparda. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Ich glaube, der will uns ans Leder. Und ja, Sparda war unser Vater. Oh, okay, wir haben von den Stilpunkten her ein Doppel-S erreicht. Wobei wir, glaube ich, oh, davon ein A, sehr schön. Wundervoll. Jetzt müssen. Ja. Es gibt am Ende der Mission, wie ihr seht, immer eine Bewertung, wo unsere gesamten Stilpunkte einfließen, unsere Zeit, wie viele Collectibles wir gesammelt haben, wie viele Gegenstände wir vollendet haben und wie viele Tode wir hatten. Und ich glaube, beim letzten Mal habe ich es auch nur auf A geschafft, aber meine Zeit war besser, glaube ich. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich irgendwie ein paar Minuten weniger gebraucht. Irgendwie knapp
etwas mehr als eine. Ich glaube, wir waren knapp unter 15 Minuten. Na gut, dann würde ich sagen, starten wir die nächste Mission, beziehungsweise wir können halt vorher nochmal schön in den Laden gehen. Uns eine weitere Verbesserung kaufen. Ich wollte ja noch den umgedrehten Regensturm haben. Hier gibt es nochmal ein bisschen schnelleres Schießen, ergo es ist effektiv trotzdem mehr Schaden. Oder können wir mittlerweile mehr Fähigkeiten? Ne, mehr Fähigkeiten wird noch nicht. Rebellion hat auch nichts. Weil wir den Trieb kaufen. Na, ich hole mir erstmal das Roulette, bevor ich den umgedrehten Regensturm, glaube ich, hole. Einfach, weil länger in der Luft bleiben bedeutet, ja, länger in der Luft bleiben. Gut. Gegenstände brauchen wir eigentlich nicht kaufen, wie gesagt. Die Gesundheitskreuze werde ich gucken, ob ich sie alle mir leisten kann. Ich werde auch möglichst wenig Gegenstände kaufen. Es sei denn, es führt für mich, also es gibt sich für mich keine andere Alternative, sonst werden wir es sonst nicht schaffen. Und ja. So, in diesem Level gibt es einen Silber- und einen Kupferschlüssel und zwei Kupfertüren. Glaube ich. Logischerweise wäre es, wenn es eine Silber- und eine Kupfertür gibt, aber gut. Und ziemlich viele verlorene Seelen. Und ja, ich würde sagen, ohne drum herum zu reden, legen wir los. Willkommen beim Orden. Ich hatte etwas anderes erwartet. So soll es sein. Diese Dämonen sind unter uns, Dante. Sie versklaven die Menschheit. Die Welt schläft, indoktriniert und hilflos. Wir kämpfen dagegen an. Wir sind eine kleine Gruppe Rebellen. Wir verteidigen die Welt gegen die Dämonen. Verteidigen? Ihr habt keine Chance. Wir überlassen nichts dem Zufall. Wir haben massig Informationen über die Dämonen und ihre Helfer gesammelt. Politiker, Banker, Popstars. Wir können sie treffen, wo es wehtut. Alle fett am Grinsen die ganze Zeit. Unglaublich. Dante, du bist es wirklich. Du erinnerst dich nicht an mich. Nein. Was weißt du noch von deiner Kindheit? Ah, sehr wenig. Hatte eine Hirnhautentzündung, als ich 7 war. Die hat meine Erinnerungen ausgelöscht. Warum? Mir sagten sie, ich hätte Gedächtnisschwund wegen eines Autounfalls. Alter, 7. Ja, na und? Hirnhautentzündung kriegen nur Menschen. Du bist kein Mensch, Dante. Im Krieg versucht man, den Feind zu täuschen, und du wurdest getäuscht. Deine Vergangenheit wurde nicht ohne Grund verschleiert. Jetzt mal langsam, wer bist du eigentlich? Ich heiße Virgil. Ich habe den Orden geschaffen, um die Dämonen zu bekämpfen. Reichen Schwerter und Kugeln nämlich? Solche Waffen gewinnen Kämpfe, keinen Krieg. Natürlich nutzen wir Gewalt, doch wir nutzen auch Informationen, Politik, Propaganda. Und ihr denkt wirklich, dass ihr etwas ausrichten könnt? Ausrichten? Wenn wir zusammenarbeiten, glaube ich, können wir sie besiegen. Also darum geht es hier. Ich soll euch helfen, die Dämonen zu bekämpfen, um die Welt zu retten. Hattest du dein Leben schon anders geplant? Naja, ihr scheint ja wirklich nett zu sein, aber ich bin eher ein Einzelgänger, arbeite alleine, vertraue niemandem, sowas in der Art. Ich glaube, du verstehst nicht, was auf dem Spiel steht. Wenn du jetzt gehst, kann ich dich natürlich nicht aufhalten. Aber das wäre ein mächtiger Fehler. Nicht nur für dich selbst, für die Menschheit. Für die Menschheit? Ja. Warum sollte die mich interessieren? Lass mich dir bitte noch etwas zeigen. Was willst du mir zeigen? Wer du wirklich bist. Paradise.
doch ein recht passender Ort. Weil eigentlich sieht es da ziemlich schön aus, nur das Haus ist ziemlich heruntergekommen. Was war dein Zuhause? Daran erinnere ich mich nicht. Aber bald. Cat, öffne das Tor. Ich finde immer noch, Cat klingt irgendwie cooler als Cat. Was machst du da? Unsere Welt und der Limbus liegen sehr nah aneinander. Sie berühren sich an manchen Orten, die wir als Spalte bezeichnen. Hier. In den Spalten können wir Tore zum und aus dem Limbus öffnen. Oh, stinkt ganz schön. Was ist in der Dose? Eine Mischung, die ich nach einem alten Wicker-Rezept gefertigt habe. Meersalz, Haifischöl, Eisenspäne, getrocknetes Eichhörnchensperma, Wolfshaar. Sehr lecker. Geh schon. Ich glaube nicht, dass das Haus birgt Geheimnisse. Ich kenne meine. Du bist dran. Wie komme ich wieder zurück? Wir kümmern uns drum. Aber pass auf. Kann gefährlich werden. Gefährlich gefällt mir. Angeber. Ob das wirklich klappt? Es scheint ihm alles egal zu sein. Er ist unreif. Wie du, als ich dich gefunden habe. Na, dann gucken wir uns doch mal um. Wie gesagt, die ersten paar Meter hiervon kenne ich noch. Ich hatte ja die ersten beiden Folgen schon aufgenommen. Und dann gemerkt, dass die eigentlich total scheiße war. So. Und wir haben freie Kamerawahl. Hier ist nichts. Gut. Nur nochmal sicher gehen. Wofür ist das hier? Für nichts. Zur Ablenkung. Sehr schön. So. Eine ziemlich große Halle. Also diesmal ist mein Heim. Na dann, zeig mal deine Geheimnisse. So, zunächst einmal holen wir uns hier die Dingens. Diese Beutel. Ich weiß nicht, wie man sie nennen möchte. Ich könnte sie auch fast Lau nennen. Ich glaube. Da geht's weiter, beziehungsweise da ist zumindest ein Point of No Return. Zumindest sieht das irgendwie fast so aus. Ich meine, klar, Dante kann springen, aber. Wir gucken erstmal oben oben. So, das haben wir noch. Die müssen wir uns von der Seite hier holen. Der da hinten hängt. Ja, ich hatte es schon versucht von der anderen Seite, es klappte irgendwie nicht. Ich glaube, dafür braucht man. Na, klappt doch. Braucht man einen sehr gezielten Sprung. Ja, eigentlich nicht. Ich hab's wahrscheinlich einfach beim letzten Mal einfach nur irgendwie vergeigt. So, hier haben wir einen weiteren Schlüssel gefunden. Keine versteckte Seele. Dann gucken wir doch mal hier in die Tür. Noch mehr Spinnchen. Noch keine Seele. Wir haben 666 rote Kugeln. Na, das passt ja wieder. So. Es gibt leider keine Sprintfunktion in dem Spiel. Ich glaube, da geht's auch weiter. Ja, wir müssen in dem Haus eh sehr viel erkunden. Na gut, ich würde sagen, wir gehen in Richtung dieser Statue. Und ja, Sachen können wir uns hier nicht kaufen. Die Tür ist durch die Macht eines Engels versiegelt. So viel sei verraten. Und ich würde sagen. Na, bevor wir da reingehen, mache ich den Cut. Denn dort kriegen wir was. Kann ich schon mal verraten. Unter anderem. Gutes Stück von Dantes Erinnerung und irgendwie sehen seine Haare teilweise sehr grau aus und teilweise sehr schwarz, je nach
Einstellung. Beziehungsweise auch, ob es Videosequenz ist oder Spiel. Habe ich zumindest manchmal das Gefühl. Na gut, ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde, und wir sehen uns morgen wieder bei Devil May Cry. Bis dahin, ciao.